So, ich bin jetzt heute hier zu Gast beim Thomas Reusch in seinem Solarpark im Westerwald, der wunderschön eingeschneit ist im Augenblick. Und ich will im Rahmen unserer Blogartikelserie zu dem Thema, was kann man bei der Planung von Photovoltaikanlagen schon so alles beachten, damit nachher die Fehlersuche einfacher wird. Bei uns dreht sich ja immer alles um die Fehlersuche an Photovoltaikanlagen. Ein schönes Beispiel, mal zeigen, wie man Wiederholungsprüfungen wirklich sehr einfach gestalten kann, indem man hier unten nämlich nicht mehr, wie das normalerweise üblich ist, an die Stecker dran muss, wenn man jetzt zum Beispiel eine Isolationsprüfung macht oder eine Elektrolumineszenzuntersuchung oder eine Kennlinienmessung. Jetzt fängt er hier an, ein bisschen den Lüfter einzuschalten, aber ich hoffe, man kann den Ton trotzdem noch vernünftig verstehen. Ja, was passiert in der Regel? Man macht da unten die Stecker auf und wenn es ein älterer Wechselrichter ist, wo die Stecker vielleicht schon nicht mehr gut zugänglich sind, teilweise hier die Nasen sich schon so ein bisschen verkantet haben, dann kriegt man die auch mit dem Originalwerkzeug oft schlecht auf, man bricht Stecker ab. Da muss der Wechselrichter repariert werden oder es müssen die Ports getauscht werden. Also es zieht sich ein Rattenschwanz hinterher und es macht einfach die dreifache Arbeit. Ja, und das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Und was der Thomas hier gemacht hat, was ich vorbildlich finde und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, heute dieses Video hier mal aufzunehmen, ist einfach kurze Adapter hier unten dran zu bauen. Ja, das heißt also, ich habe hier so kurze Kabelstücke und er hat hier hinten sämtliche Stränge an einem Lochblech aufgelegt und da gibt es dann nochmal einen Stecker. Hier hinten haben wir dann auch eine vorbildliche Kabelbeschriftung, wo man also nicht mit Filzstift irgendwas draufgeschrieben hat, sondern wo man das auch nach ein paar Jahren noch vernünftig lesen kann. Und das Schöne ist, dass man hier sowohl im Trockenen, das heißt also, wenn es regnet, stehe ich hier unter dem Modulfeld. Üblicherweise mein ISO-Fehler ja bei Regenwetter gesucht, ja, sodass man dann auch kein Wasser in die Stecker reinbekommt. Also das ist schon mal klasse, dass man hier im Trockenen rumsteht. Zum Zweiten, dass die Stränge schon mal zusammengebunden sind. Das heißt, ich muss nicht aufwendig suchen, welcher Plus gehört jetzt zu welchem Minus, wenn ich hier alle freistecke. Ich stecke die richtigen immer wieder zusammen. Das heißt, wenn die Messung dann abgeschlossen ist, habe ich nicht das Problem, dass ein Strang plötzlich am falschen MPP steckt. Ja, dass man irgendwelche Vertauschungen gemacht hat. Also all das sind ja Dinge, die uns in der Praxis immer wieder begegnen. Das heißt also, dass man im Prinzip eine Wiederholungsprüfung macht und die Anlage im schlechteren Zustand hinterlässt, als sie vorher war. Ja, Thomas, ich würde sagen, mach gerade mal eine Messung. Zeig das mal. Also was wir am Anfang erstmal immer machen, das hatte ich im letzten Blogartikel ausführlich beschrieben, ist den Strom messen. Der ist natürlich jetzt hier null. Wie gesagt, wenn man auf die Module drauf guckt, sieht man, dass da nicht viel kommen kann. Aber trotzdem soll das die Regel sein, dass man immer erstmal mit einer DC-Stromzange misst. Übrigens, dass die hier noch so ein bisschen was anzeigt, das liegt dran, dass diese Stromzangen Hall-Sensoren haben. Der steht jetzt auch auf Hold. Die muss man immer erstmal nullen. Ja, aber halten gerade nochmal dran. Mehr Spaß haben wir nochmal machen. Ja, also fließt kein Strom. Und damit kann man sicher die Kontakte trennen. Warum muss man das machen? Auch bei ausgeschalteten Wechselrichter. Weil unter Umständen, wenn unterschiedliche Stranglängen zusammenstecken oder wenn in einem Strang schon Bypassdioden unter Umständen kurzgeschlossen sind, es zu Ausgleichsströmen kommen kann. Im letzten Blogartikel hatte ich das ausführlich beschrieben. Ich mache den Link auch nochmal unter das Video in die Beschreibung. Und deshalb immer erst mit der Stromzange, dann hier mit dem Werkzeug die Stecker aufmachen. Und ich denke, man sieht ganz gut, dass man hier halt einfach drankommt, dass es nicht eine große Aktion ist, dass auch die Gefahr nicht besteht, dass man irgendwas abbricht. Ja, man arbeitet im Stehen, muss nicht irgendwo hier unten im Matsch knien. Wenn jetzt hier richtig Siffwetter ist, dann ist ja hier auch kein, ja, jetzt wie hier ist der Boden im Augenblick gefroren, dann normalerweise kniet man dann im Matsch oder muss ich irgendwas noch mitbringen, um es unterzulegen. Das ist hier alles wesentlich einfacher. Ja, und jetzt kann man halt bequem die Messungen durchführen. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass man immer erst alle Stränge von einem MPP-Träger abklemmt, bevor man anfängt zu messen. Warum das wichtig ist, da schreibe ich auch nochmal einen Artikel dazu. Da kann man nämlich unter Umständen seinen Wechselrichter in die Luft sprengen. Ja? Wenn man da den Plus vom 1 mit dem Minus vom 2 misst, sowas kann unter Umständen auch schief gehen. So, ich denke, das ist jetzt nichts Neues, nichts Besonderes für die Profis. Ja? Einfach mit dem Benning mal eine Isolationsprüfung. Ja, drücken wir ab, mal gucken, was wir bei Schneewetter hier noch sehen. Was übrigens auch interessant ist, dass wir hier 570 Volt sehen, obwohl da 20 cm Schnee drauf liegen. Dass der ISO-Widerstand bei 2,3 Megaohm liegt,
würde ich als normal ansehen. Wir hatten ja beim letzten Seminar hier mal gemessen, da waren wir überall so 60, 70 Megaohm in der Größenordnung. Also alles gut. Ja, okay, das war es im Prinzip schon, kurz und knapp. Ich finde die Idee, wie gesagt, klasse und für viele Projektplaner wäre das doch vielleicht eine Anregung. Das kostet auch nicht die Welt. Man kann diese Adapter sich fertig konfektioniert im Prinzip kaufen. Da kann ich auch nochmal einen Link unten drunter machen. Es gibt Firmen, die machen einem sowas und dann muss man die einfach nur zusammenstecken, braucht hinten ein Lochblech, ein paar Kabelbinder und schon wird die Wiederholungsprüfung zum Traum und nicht zum Albtraum, wie so oft.